Hallo, herzlich willkommen zur Folge 2 von Prison Break. Prison Break, wir betreten den Raum und machen es diesmal richtiger. Da guckt er. Da guckt er. Da guckt er. Ne, da guckt er nicht. Nein, nicht um die Ecke gehen. Depp. Springen. Oh. Okay, das war auch nicht ganz richtig. Normalerweise guckt man aufs Radar und dann sieht man, aha, er guckt eigentlich weg von uns. Aber anscheinend doch nicht ganz so weg. Wie war das jetzt? Ah, da oben ist ein Loch. Da ist ein Loch, da sind Leitern. Aha, da sind... Aha, aha, okay, okay. Aha, das kann ich. Also war das doch so. An ihnen vorbei. Voll fies. Ich sehe keinen. Seht ihr einen? Nein. Okay. Ah. Bloß nicht schreien. Das weckt sonst die wilden Tiere auf. Die wilden Tiere vor allem. Da ist ein Wärter. Psst, 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 psst. Seid ruhig oder ihr weckt ihn. Sein Schatten, wo ist er? Noch mal runter. Hallo. Kletter auf den Steg. Aber ganz ruhig. Da unten sind Wachen. Ja, gleich haben wir es geschafft. Es war jetzt nicht das Schwerste, außer man kommt gegen das Mikro. Dann ist natürlich nicht so cool. Oh, da können wir runter. Hallo? Achso. Verlasse den Heizraum. Hm, geht nicht. Ah. Okay. Ich könnte jetzt rennen, aber das werden wir mal schön lassen. Einfach so. Links, rechts. Runter. The same procedure das letzte Mal. Der dürfte sich nicht bewegen. Lustig. Hallo. Nein. Kreis. Höh, der ist gar nicht da. Wo ist er denn? Er wartet im Gang auf uns. Nein, Spaß. Das war's schon. Medikamentenlieferung. Gut gemacht, Schneeflocke. Du hast Potenzial, Weißbrot. Zeig's im Sandsack, mach ein paar Sit-Ups und du kommst klar. Und wenn du eine Tätowierung willst, bring mir die Kohle und ich stech dir was Krasses. Was ist mit dem neuen Typen, Schofield? Was soll mit ihm sein? Seine Tätowierung. Ist nicht von mir, aber die ist ganz neu. Sie ist ganz neu. Finde Schofield. Okay. Michael, was zum Teufel machst du hier? Pack zusammen, Burrows. Ich hol dich heraus, Link. Unmöglich. Nicht, wenn man das Ding entworfen hat. Aber erst muss ich zu Prison Industries. Burrows, ich sagte, beweg deinen Arsch.
Schofield plant einen Ausbruch. Nichts Genaues. Das muss ich Mannix sagen. Folgen wir mal. Hallo. 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 Schofield. Hallo, Schofield. Da geht durch mich durch. Schofield? Hallo. Dann halt nett. Was? Du bist ein toter Mann. Sind noch ein paar zu viele. Sonst würde ich ja auf die Fresse geben. Mein Telefon, Mann. Ach. Nimm mal das da. Mannix? Schofield hat Folgendes vor. Er will seinen Bruder rausholen. Blödsinn, dieser Knast ist so sicher wie Fort Knox. Ich weiß, aber das Genie hat einen Plan. Irgendwas mit der PI. Ich muss da rein. Streichen? Wartungsarbeiten oder so ein Scheiß? Sprich mit Charles Westmoreland. Er wird dich schon irgendwo unterbringen. Charles Westmoreland. Das ist jetzt der Name, der mir auf nicht mehr eingefallen ist. Das ist der einzige, der absolut nicht aussieht wie in der Serie. Und ihr könnt ihn suchen wie verrückt. Das ist er. Er hat eine Glatze. In der Serie hat er Haare, hat eine Glatze. Charles Westmoreland? Kenn ich dich? Ich kannte deine Frau, bevor sie starb. Du kanntest Marla? Du meinst Anne. Woher kanntest du sie? Ich war Hausmeister in ihrer Schule. East Farmington. Du meinst West Wilmington. Okay. Keine weiteren Tests. Willst du wissen, wie es läuft? Sieh dich um. Den Tri Street Deuces gehört Basketball, den Ortenos Handball und die Gewichte den Woods. Dann sind da noch Bellick und seine Jungs die übelste Gang in diesem Bau. Von denen unterscheidet uns nur die Dienstmarke. Danke für die Führung, aber ich muss zur PI. Da kann ich nichts machen. Du brauchst John Abruzzi. Die PI ist sein Ding. Abruzzi? Der Mafia-Boss? Da drüben, Junge. Zeit hinzugehen und den Ring zu küssen. Danke. Ja. Er sieht nicht aus wie Charles Westmoreland. Er ist. Hat die Stimme ist nicht wie Charles Westmoreland. Die einzige Person, die nichts mit der Originalperson zu tun hat aus dem Film oder aus der Serie. Wir gucken uns jetzt mal John Abruzzi, den Mafia-Boss, an. Was ist denn hier los? Keine Keilerei. Außer die Wärter mischen mit. Und jetzt rein. Oh, ich habe eigentlich erwartet, dass hier wieder eine Sequenz kommt. Das Beste ist natürlich hier diese Lampe. Ja. Das ist das Beste auf der ganzen Welt. Geht in eure Zellen. Vielleicht. Durch den Wärter. Voll durch. Ja, das Spiel hat Fehler. Zum Glück aber nicht viele. Protest. Ich gehe nach links. Meine neue Zelle. Oh. Hier. Gegenüber. Reden? Nö. Nee, Spaß. Man sagt, ich wir reden mit dir. Reden, wenn ich arbeiten will. Wer zum Teufel bist du? Jemand, der einen Gefallen braucht. Witzig. Dieser Frischling Schofield hat dasselbe gefragt. Vergiss es.
Ich tue keine Gefallen. Können wir vielleicht einen Deal machen? Irgendwelche Aufgaben, die erledigt werden müssen? Bello! Mal sehen, wie du tickst, Frischling. Einer meiner Leute, Tietz. Hab gehört, er singt zu viel. Aber ich muss ganz sicher sein, bevor ich ihn beseitige. Okay, wie läuft die Sache? Ich hab gesehen, wie er mit Bellick geredet hat. Schnüffel im Schließfach des Wärters im Aufenthaltsraum rum. Was? Ich soll dir Schlüpper vom Wärter holen? Wo hab ich so ein Schuft? Ging das nicht noch? Ah. Mit Kreuzrechts. Kreuzrechts. Ist es nicht. Tach. Ja, geh bloß nicht um die Ecke. Hi. Ich weiß ja, dass keiner drin ist. Boom. Erzähl. Abruzzi kontrolliert seine Familie aus dem Knast. Er kriegt verschlüsselte Briefe über die wöchentlichen Einnahmen, die großen Zahlen. Ich kann dir sagen, was sie bedeuten. Her damit. Ich zerquetsche Abruzzi wie eine reife Birne. Ich bin also noch sicher. Solange du mir hübsch weiter alle Infos zukommen lässt, wird dir nichts passieren. Berle quetscht Tietz aus, der dafür Schutz bekommt. Ich muss diesen Brief in die Finger kriegen. Welchen Brief? Man muss drüber hüpfen. Ups. Entschuldigung. Wo kommt der her? Aus deiner Hose. Hey Louis, gehst du zur Verwaltung? Leg das auf meinen Schreibtisch. Kein Problem. Waschraum. Natürlich, umso schneller wir sind, umso lauter sind wir. Ist ja logisch. Das Spiel hat Logik. Glaubt man gar nicht. Wir können tatsächlich einfach rausgehen, da ist nichts. Unten auch nicht. Hey Davis, beginne Treppenhausüberprüfung im Keller. Verstanden? Alles klar. Ich bin ganz oben, sehe hier nach und arbeite mich dann nach unten. Hey Louis, du warst schon ab? Muss noch mit Becky reden und dann bin ich weg. Reden? Klar. Halt's Maul, du Idiot. Ja, es ist wichtig, hier in diesen Schrank zu gehen, gleich zu Beginn. Sonst habt ihr verkackt. Das wusste ich noch. Oh oh. Ich will da rein. Oh Moment, es gab... Ja, genau. Muss ich aufpassen. Hier oben gibt's Quicktimes. Hey, Becky. Hey, Louis. Wie geht's? Alles easy, wie immer. Kann ich dir irgendwie helfen? Naja, meine Uniformhose wird irgendwie eng. Unsere Officers sollten nicht in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt sein. Das finde ich auch. Es ist eine Frage der Sicherheit. Komm mit. Mal sehen, was ich tun kann. Mhm. Wow.
War schwer, ne? War fast schon einfach. Man wird uns erwischen. Ja. Wer denn? Ich. Der Direktor. Nein. Ah ja, einmal zu viel Dreieck gedrückt, siehst du? Und das müsste dann Start und Kapitel neu, Kontrollpunkt erreichen. Nicht Kapitel neu starten. Und dann könnt ihr es nochmal probieren, wenn ihr dieses Achievement, die Trophäe macht. Der Direktor. Baby, hier und jetzt bin ich der Boss. Yay. Ich bin der Boss. Ich bin Boss. Nee, du bist Boss. Geht es nicht auch von da? Wie war das jetzt? Mach her. Steht er hier drin? Ja, steht da. Schneller. Ja, es ist noch die Kamera jetzt. Und die ist relativ einfach. So. Das war's schon. Es war noch ein einfacher Part. Später gibt es noch viel, viel gefährlichere, viel schwerere. Ist ja logisch. Bin ich denn jetzt hier? Ach, guck mal. Klettern. One-Way-Ticket. One night in Bangkok. Nee. Hallo? Hoch? Hoch? Finde Jon Abruzzi. Nee, es war anders. Es war danach, ne? Genau. Beim nächsten Raum. Ich kletter wie ein Affe. Hallo? Ich kletter wie ein Affe, links nach rechts. Oh nein, war das nicht das? Runter, links, runter. Ja. Außer drückst du einen falschen Knopf, natürlich. Ach ja. Total spannend, ne? Und jetzt gehen wir hier wieder hoch. Macht natürlich Sinn. Hä? Was sind wir denn? Es pritzelt in der Zunge. Wir sind jetzt schon hier. Oh nö. Ach so, ja stimmt, da geht er gar nicht weg, ne? So war das. Problem gelöst. Hoffe ich. Bitte? Dürfte auch nichts sein.
Das müsste jetzt die Tür sein, in der wir eben waren. Und das müsste jetzt der Schacht sein. Ah. Aus dem wir gekommen sind, eigentlich. Entferne Schrauben langsam, um wenig Krach zu machen. Das meinte ich ja. Später gibt es eine Situation, in der wir das tatsächlich noch brauchen werden. Auf jeden Fall. Das ist sehr sinnvoll. Du, Neuling. Abruzzi wartet in der Dusche auf dich. Ja, ich weiß. Du blöder Sack, hast mir nachspioniert. Dafür stirbst du. Das kann man nicht blocken. Okay, dann kriegst du jetzt aufs Maul. Bam, ein Konter ins Gesicht und ein Schlag ins... Hallo? Knacks. Rippen gebrochen. Das war doch nicht alles, oder? Das war doch nicht alles. Sag ich doch. Dreieck, Kreis. Yay. In your face, bitch. Ich bin voller Gangster. Einmal habe ich es verkackt, weil es zu schnell gewechselt hat. Oh. Tietz hat dich verraten, John. Den Verräter bringe ich um. Er wird für eine lange Zeit nicht mehr quatschen. Du hast dir deinen Weg in die PI verdient, mein Freund. Ich hab's zu PI geschafft. Jetzt kann ich Schofield im Auge behalten und rausfinden, was er vorhat. Er bleibt vor allen stehen und redet in seinen Technikgedöns. Ne? Denken sich, wo hat er das her? Ey, will ich auch haben, voll geil. Ja, bevor wir X drücken, im Hof. War's das für diese Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, haut rein.